herzlich willkommen zurück zu einem neuen Umzugs, was auch immer, Vlog des Tages bei uns. Ich packe gerade hier die Vitrine aus und ich bin immer noch am Ausmisten ganz viel. Ich mache immer eine Kiste, die rüber geht ins Haus, einen Sack, der in Müll kommt oder eine Kiste, je nachdem, und eins für Trödel. Und ja, ich habe dieses Service jetzt seit ein paar Jahren im Schrank, seit vielen Jahren, nicht seit ein paar Jahren. Und immer sagen wir, ja, wenn mal Besuch kommt, dann holen wir es raus. Aber wenn Besuch kommt, habe ich ein anderes, was ich raushole. Und deswegen kommt es jetzt auf den Trödel. Ich will einfach mehr Platz haben. Und ja, ich zeige euch das mal so ein bisschen. Ich habe jetzt einfach immer nur so eine Zeitung dazwischen gelegt. Und dann kommt das hier in diesen Umzugskarton. Das ist dann für Trödel. Da ist schon eine Tasse drin. Die Tassen kommen weg. Hier haben wir so ein Steak-Set. Das hat der Bernd mal geholt. Das benutzen wir nie, aber das wird er auch nicht abgeben wollen. Gehe ich mal von aus. Sind ja auch schöne. Ne? Die sehen ja toll aus, aber ja, wir essen halt kein Fleisch. Deswegen brauchen wir kein Steak-Set. Aber egal, wir haben ein Steak-Set. Was haben wir hier? Hier haben wir noch unseren hier so ein Schloss. Das wollten wir irgendwann mal dran machen. Das ist noch von der Hochzeitstorte. Sowas behalte ich auch. Aber viele Sachen, sowas wie die Kerzen, die stehen jetzt seit Jahren in der Vitrine. Und immer nehme ich mir vor, ich zünde sie an und ich zünde sie nicht an. Und jetzt entsorge ich sie. Die Silberbecher, die habe ich von meiner Mama geerbt. Die bleiben auch. Diese Kühe hier, die habe ich mir mal in Ägypten geholt. Die gehen auch auf. Da ist aber nichts drin, aber die fand ich voll toll. Ja, und das ist auch schon, boah, das erinnert mich so an meine Kindheit. Da habe ich immer als Kind mitgespielt. Und die dürfen auch bleiben, natürlich. Unser Kirschkörbchen. Ja, hier ist auch alles voll Fotos, Papiere und alles Mögliche. Und hier, ja, na, seht ihr. Alles mal entrümpelt werden. So, wir eben den Tisch, wo ihr drauf steht, zurückschieben. Die Vitrine ist leer. Und wir haben einen Karton für den Trödel. Ich weiß nicht, ob sowas noch jemand kauft, so ein Ladegerät für Akkus. Das Geschirr und so. Eine Mülltüte, die ist noch nicht voll. Und zwei Kisten, die mit ins Haus dürfen. Und das war's für heute mit Packen. Wir machen ja immer nur Stück für Stück. Wir haben ja noch so 5 bis 6 Wochen Zeit. Und ja, zweite Vitrine ist leer, würde ich sagen. Wie ihr seht, bin ich schon im Laden. Ich war auf der Hundewiese und ich konnte weder mein Hörbuch hören, noch konnte ich, also Podcast, noch konnte ich vloggen. Denn es waren richtig viele Menschen da, die alle sehr redebedürftig waren, sagen wir so. Jetzt sind wir bei Bernd im Laden und es gibt, ich habe Reis mitgebracht und wir hatten hier noch, der Bernd macht immer so, das heißt Wurstepfanne und das ist mit Hackfleisch, also dieses Rügenwalder Mühle Hackfleisch, Kidneybohnen, Zigeunersoße machst du da rein, ne? Ja. Darf man ja nicht mehr sagen, ne? Egal, ihr wisst, was ich meine, diese Soße. Und, keine Ahnung. Zigeunersoße heißt das. Ja, aber darf man nicht mehr sagen. Ich darf das. Ja, ich sag das ja auch weiter, aber hier so in der Öffentlichkeit darf man das. Darfst du da nicht mehr Ziegenkäse sagen, weil das diskriminiert der Ziege. Ich darf auch nicht mehr Scheuermilch sagen, weil es ist keine Milch. Oder Scheuer. Ja. Egal. So ist das halt. ja. Jetzt speisen wir. Das hat keiner gesehen. Mach nochmal. Ich habe das wegen dem Mund gemacht. Es wäre fast ein Brösel da reingefallen. Der ist am Verhungern, weil so viel gerannt auf der Wiese. Ne? Ja. Ja, wir lassen uns jetzt schmecken und dann geht's ab zum Haus. So, ich warte jetzt mit dem Smurfy hier. Der ist an der Leine. Denn Bernd lädt gerade das Auto aus. Wir haben ja die Matratze gestern gekauft. Um,
Und ich weiß gar nicht, was er noch holt. Ach so, die Sachen, die ich schon gepackt habe aus der Vitrine im Wohnzimmer. Genau, das kommt alles schon mal hier hin. Und dann müsste jetzt jeden Moment der Mensch kommen, der die Küche anschauen möchte. Ja, das war ein Satz mit X. Das war wohl nichts im Haus. Der Mensch hat die Küche nicht, also genommen, sowieso nicht, dass er die sofort mitnimmt. Das war klar, dass das nicht klappt, aber er hat da gemessen und geguckt und die passt wohl nicht bei ihm oder so. Ich weiß es nicht. Wie auch immer, ich bin nämlich in der Zeit mit dem Smurfy nochmal spazieren gegangen. Deswegen habe ich das Gespräch nicht mitbekommen. Ich konnte nur das wiedergeben, was Bernd mir gesagt hat. Und dann hat der Bernd gesagt, dann lass uns heute nichts machen, weil er hat ja nur 2 Stunden Mittagspause. Er hat dann noch so Sachen umgetauscht. Er sagte, er fährt dann jetzt im Baumarkt Silikon und so umtauschen und ich bin jetzt wieder nach Hause gefahren. Ja. Also haben wir wieder gar nichts gemacht. Ja, ist dann halt so. Mal gucken, aber das Auto ist halt leer. Die Matratze ist endlich im Haus. Ja, ich habe mir hier mein Magnesium gemacht. 2 Magnesiumtabletten. Ich soll ja mehr davon nehmen als eine am Tag. Um die 5 soll ich am Tag nehmen. Und jetzt mache ich mir immer so eine Flasche fertig, weil die kann ich gut mitnehmen. Wir wollten ja auf Plastik, was heißt auf Plastik verzichten, aber keine Plastikflaschen mehr benutzen. Und benutzen diese Glasflaschen, was auch super läuft für zu Hause, aber für unterwegs sind die echt schwer, also wenn die dann noch voll sind. Deswegen, ich hatte bei meinem Spinningbike damals so eine Aluflasche dabei und ich wusste nie, was ich damit machen soll. Die stand immer nur im Regal und jetzt ist mir wieder eingefallen, Mensch, du hast doch eine Aluflasche. Ja, und die ist jetzt richtig praktisch. Tja. Da passt die Tablette fast genau durch. 2 Stück mache ich da rein, mit Wasser auffüllen, Kraneberger und dann geht's ab. Wunderbärchen. Ja, jetzt versuche ich die Hebamme anzurufen. Ich muss nämlich einen Termin machen für in 2 Wochen. Ich habe euch ja erzählt, ich habe diesen Vertrag mitbekommen gestern vom Geburtshaus und ich habe mir den jetzt in Ruhe durchgelesen. Und habe mich nochmal im Internet belesen und das ist normal, dass man sowas ausfüllen muss. Also es ist halt so eine Klausel da drin in diesem Vertrag, die mich so ein bisschen stutzig gemacht hat. Ne? So, ja, ohne meine Einwilligung im Notfall können die halt machen, was sie wollen. Also ich weiß nicht mehr genau, wie es da steht, aber halt so in der Art. Und dann habe ich so, oh mein Gott, ne, so, weil die können ja nicht einfach dann, wer weiß was, machen mit meiner. Also ich unterschreibe dafür und dann können die einfach mich behandeln, wie die wollen. Das geht ja nicht. Ich habe natürlich trotzdem noch ein Mitspracherecht und so. Und die hat ja auch gesagt, nehmen Sie den Vertrag erstmal mit und schauen Sie sich den durch. Und beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, dann besprechen wir alles ganz in Ruhe. Und ja, dafür wollte ich jetzt den Termin machen, also den nächsten Vorsorgetermin. Dann machen die auch hier Eisentest bei mir, also Blut abnehmen. Entschuldigung. Genau, und dann kann ich alle meine Fragen stellen bezüglich des Vertrages und dann können wir den immer noch unterschreiben. Bernd muss den ja auch unterschreiben. Ja, aber da ist die ganze Zeit besetzt, deswegen geht das nicht. Und ich muss auch beim Tierarzt einen Termin machen. Smurfy muss geimpft werden. Also es ist immer irgendwas zu tun. Eigentlich wollte ich mich hinlegen, eine halbe Stunde Schläfchen machen, bis der Calvino von der Schule kommt. Und jetzt ist die halbe Stunde schon wieder rum, weil ja, ich erreiche keinen. Ja, doof. Egal. So ist das halt. Ich habe jetzt angefangen, hier die Kartoffeln weiter zu ernten. Da, das ist alles aus einer Pflanze und hier kommen die ganzen rein, die ich zum Lagern nehmen kann und hier kommen die, wo ich wieder zu doof war und habe die geteilt beim Umbuddeln, deswegen, die müssen sofort verwendet werden. Und schaut mal, ich habe Auberginen gepflanzt und ich dachte, die kommen nicht und ich war schon ein bisschen länger nicht im Garten und jetzt sind hier zwar kleine, aber 1, 2, 3, 4 kleine Auberginen. Die ist sogar ein bisschen größer. Da habe ich mich gefreut. Und hier die gelbe Zucchini.
auch. Da, zwei Stück. Das ist doch super. Den Kürbis haben wir immer noch nichts mitgemacht. Ja, alles zugewuchert. Aber das schaffen wir auch noch. Richtig große Kartoffeln dabei diesmal. Schön, also waren letztes Mal eigentlich auch große Kartoffeln dabei. Calvino ist zurück. Oh, ohne Wespe. Ja, das ist das Doofe Deswegen immer. Muss ich draußen essen. Ja, das stimmt. Und wir machen jetzt Päuschen hier auf dem Trampolin. Ich esse auch nochmal Wurstepfanne, oh, Calvino auch. Essen. Wenn nicht gerade Wespen da sind. Ja, die sind jetzt sehr angriffslustig. Ne? Die haben immer Hunger. Die wollen nicht mehr leben. Nee, die fallen einfach um jetzt, ne? Ja. Die sind zu schwer, die haben so starke Blüten. Die Kapuzinerkresse, wie die gekommen ist, Wahnsinn. Genau, das können dann die Vögel, die Körner haben. Echt jetzt? Oh, abgebrochen. Sollte ich schon feiern? Ja. Calvino spielt noch in seiner Bude. Da hinten. Wo ist er? Da. Da ist seine Bude. Und ich habe jetzt diese Eisteepflanze, die Bernd sich Anfang des Jahres oder im Frühling geholt hat. Boah, die ist so riesig gewuchert. Und die hat durch den Blumentopf, wo wir die eingepflanzt hatten, so wie so eine Pfahlwurzel nach unten in die Erde gemacht, die so dick war. Die habe ich dann jetzt so ja, abgerissen, weil musste ich ja. Und dann habe ich die kürzer gemacht, die Pflanze, gekappt und umgepottet. Und dann nehmen wir die mit. Ne? Ja. So machen wir das. So, wir gehen jetzt noch mal raus. Bernd ist auch schon da jetzt von der Arbeit. Denn wir haben die Möglichkeit, eine ganze Wagenladung nach Ungarn zu schaffen aus der Garage. Die ist voll, ja. Geh mal bitte weg. Und ja, ich gehe ja weg. Das ist die Eisteepflanze, die ich umgepottet habe. Ja, Calvino spielt jetzt mit Smurfy. Und wir machen das Auto voll, nehmen das alles mit zum Laden und dann wird das abgeholt und nach Ungarn gebracht, alles zu unserem Haus. Ich habe auch eine Plane gefunden. Die Plane, die muss mit. Schlüssel? Aber es muss ja mit dem auch gehen. Gleich mal. Warum geht das hier? Also meiner geht ja auch schwer. So, das Auto ist voll. Das müssen wir nur noch umpacken. Und wir haben noch einiges gefunden. Unter anderem so eine Gartenschere und sowas. Also mehrere. Die werde ich jetzt alle noch bei eBay reinsetzen, weil die funktionieren. Finger ab. Das findet ihr interessant. Pass auf! Nein. Ich soll da drücken, komm! Gib her.
Halt die Finger weg. Hä? Ja, Kindersicherung. Hey, mach die weg. Die neue Haarschneidemaschine. Ja. Ich habe dem Calvino heute die Haare geschnitten. Jetzt schneide ich dem Bernd noch die Haare und dann ist endlich Feierabend. Ach so, habt ihr eigentlich schon bemerkt, dass der Bernd seinen Schnäuzer abrasiert hat? Gestern hat er den erst eine Seite so abrasiert und dann hat er hinterher den Rest auch abrasiert. Ja, ich finde es besser. Also es ist auch angenehmer zum Küssen. Da kommt. Präsentier mal dein schnäuzerloses Face. Hier. Hm? Was muss er erst? Glücklich wie immer. Ja, jetzt deine Haare schneiden, ne? Ach, gehen wir jetzt nicht mehr, Teile? Hier war ich doch schon und der war doch bis jetzt im Garten. Jetzt das Haare schneiden. So, 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 meine Lieben. Oh, jetzt haben wir alle keinen Bock mehr zu so später Stunde. Ich glaube, wir haben jetzt schon 21 Uhr. Und jetzt ist endlich Feierabend. Nur noch abschminken, während des Duschen und dann gehen wir endlich ins Bett. Morgen, ja, nehme ich euch wahrscheinlich auch wieder mit. Ja, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und ja, sag dann einfach mal bis morgen.